Die Leutwerft Bremerhaven ist spezialisiert auf den Um- und Fertigbau sowie die Modernisierung von Kreuzfahrtschiffen und der Instandsetzung und Reparatur von Marine- und Handelsschiffen. Wir wollen die Aufträge mit Ihnen sicher, gesundheitsbewusst und ohne schädliche Umwelteinwirkungen durchführen. Das ist nur möglich, wenn alle gewisse Regeln beachten. Anhand der Broschüre Sicherheitsvorschriften für Partnerfirmen und des Flyers Sicherheitsvorschriften wird der jeweilige Bauleiter der Partnerfirmen durch den zuständigen Projektleiter der Werft unterwiesen. Außerdem gibt der Vorgesetzte bei besonderen Gefährdungen spezielle Unterweisungen. Der Nachweis der Unterweisung ist in der Sicherheitsabteilung der Leutwerft vorzulegen. Der Bauleiter der Partnerfirma muss dann die in dem Flyer und den allgemeingültigen Sicherheitsvorschriften für Partnerfirmen genannten Verhaltensregeln an seine Mitarbeiter weitergeben. Die Leutwerft legt sehr großen Wert auf den vorbeugenden Brandschutz. Jedes Feuer, jeder Brand ist zu vermeiden. Alle Maßnahmen zum Brandschutz müssen eingehalten werden. 24 Stunden vor Aufnahme ihrer Arbeiten wird von ihrem Vorgesetzten der Feuererlaubnisschein beantragt. Die Betriebsfeuerwehr legt dann die brandschutztechnischen Maßnahmen fest. Vor Beginn ihrer Arbeiten holen sie den Feuererlaubnisschein ab und setzen die festgelegten Maßnahmen um. Sie kontrollieren auch den angrenzenden Raum auf Gefahrenquellen, die ein Feuer auslösen könnten. Sie decken die Stelle mit einem Feuertuch ab, kontrollieren den Feuerschein, hängen ihn vor Ort auf und sprechen vor Aufnahme der Arbeit mit der Brandwache vor Ort. Moin. Moin. Ja, super. Abgedeckt habt ihr alles, ausgelegt auch. Okay, könnt ihr starten. Unterschreibe ich euch den Feuerschein. Denke vorne, super. Ihr könnt starten, Toni. Die Brandwache kontrolliert ständig. Dort, wo es notwendig ist, legt sie einen Schaumteppich in Bilge und gibt die Feuerarbeiten frei. Auf Gerüste können wir im Schiffbau nicht verzichten. Den Auf- und Abbau der Gerüstsysteme dürfen auf der Leutwerft nur Gerüstbauer der Werft oder die Gerüstbauer von den Fachpartnerfirmen vornehmen und anschließend freigeben. Dies geschieht durch ein solches Gerüstfreigabeschild. Eigenständige Änderungen am Gerüst sind absolut verboten. Das heißt, sie dürfen das Gerüst nicht verändern. Der Schiffbauer muss zwar aufpassen, wo er hintritt, aber mit der entsprechenden Wachsamkeit ist jetzt kein Absturz mehr möglich. Vor der Arbeit an Absturzkanten muss die PSA gegen Absturz angelegt werden, denn ein Absturz könnte schwere gesundheitliche Folgen haben. Hier ist alles richtig. Ein Absturz in das 30 Meter tiefe Baudock ist so abgesichert nicht mehr möglich. Krantransporte auf der Leutwerft führen nur Mitarbeiter der Transportabteilung der Leutwerft durch. Könntet ihr das bitte mal an Bord geben? Deck 4 bitte. Wenn Sie etwas an Bord zu transportieren haben, wenden Sie sich an die Mitarbeiter der Transportabteilung, die im Bereich der Uferkrane die Lasten anschlagen. Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten. Die Leutwerft Bremerhaven bietet für Sie einzigartige Arbeitsplätze, zu deren Aufrechterhaltung jeder einen kleinen Teil beiträgt.